Klar, ohne Hertha BSC. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge, die AG Rudo stellt sich vor. Und mein nächsten Interviewpartner, bei dem war ich schon gewesen, und zwar klammheimlich auf seinem Wochenmarkt. Da haben wir die Marktplaner vorgestellt und das war letztes Mal an einem Mittwoch gewesen. Und jetzt bin ich hier nochmal mit dem Chef von den Marktplanern, die Marktplaner eigentlich richtig, aber das hat jetzt in meine Wortstellung nicht reingepasst, deswegen die Marktplaner heißt es richtig. Und wie der Name schon sagt, werden da Märkte geplant. Das ganz traditionell und hier bei uns im Bezirk. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Nikolas. Hallo, grüß dich, Christian. Ja, die Marktplaner, da ist ja der Name eigentlich schon Programm, aber nicht nur hier in Rudo. Vielleicht erzählst du uns mal so, bevor wir zum Rudoer Wochenmarkt genau kommen, welche Märkte ihr so macht hier in Berlin. Ja, also erstens finde ich die Idee mal ganz klasse, das darf ich an der Stelle sagen, dass du das machst, ganz frisch neu gewählt. Und dass das ein bisschen bekannter wird, das ist einfach eine geniale Idee. Deswegen bin ich auch gerne dabei und erzähle halt das, was zu erzählen ist. 12 Wochenmärkte in Berlin betreiben wir. Also das hier ist ein Standort von 12. Insgesamt sind das aber 22 Veranstaltungen in der Woche. Also sprich, wir haben einen Markt auf dem Hermannplatz, kennt auch jeder vom Karstadt oder vom noch Karstadt. Da haben wir von montags bis freitags 5-mal in der Woche alleine diesen Markt. Deswegen kommen da 22 Markttage in der Woche zusammen. Hier sind es 2, mittwochs und samstags, aus ganz alter Tradition von morgens 8 Uhr bis 13 Uhr. Und das lassen wir auch so, obwohl eigentlich die Einkaufsgewohnheiten der Menschen sich verändert haben. Aber den Markt lassen wir so, weil die Händler, die dort stehen, ja auch nicht 24 Stunden arbeiten können. Genau, das war so sozusagen das Erste über diesen Markt. Aber also das Erste erstmal über euch, so generell über die Marktplaner. Genau, ihr seid ja wie gesagt auch Mitglied bei uns in der AG Rudo. Ja. Aber das, was für uns Rudoer wichtig ist, ist natürlich der Rudoer-Wochenmarkt. Und der findet immer am Mittwoch und am Samstag statt. Was haben wir denn da so Schönes bei? Also wir haben ja schon eine kleine Collage gemacht, ein paar Bilder. Du hast eine kleine Collage am Mittwoch gemacht und wir haben es im Prinzip so, so kann man da sagen, mittwochs ist ungefähr so ein halber Samstagsmarkt, vielleicht manchmal nur 40%. Jetzt scheint ja die Sonne und die Saison fängt wieder an, also eigentlich müsste man jetzt hergehen und alle aufnehmen. Also wir haben ja auch viele, die im Winter wirklich Pause machen. Wir sind samstags ungefähr bei 25 Händlern. Wenn alle da sind und wirklich alles zusammenkommt, dann kommen wir auch wieder an die 30 ran. Das sind dann kleine Stände, die im Prinzip nur ab und zu mal kommen. Aber wir gehen jetzt erstmal so von 20, 25 im Schnitt aus. Entscheidend ist, was man hier Gutes bekommt. Und die Rudoer, die fragen nach guten Sachen. Und deswegen funktioniert auch, das ist so der herausragendste aller Stände, die Firma Sattler, Schuhmacher, mit Geflügel, aber auch Fleisch aus Brandenburg, Käse verschiedenster Art. Also die haben immer eine Schlange vor der Nase. Dann haben wir verschiedenste Obst-Gemüsehändler, auch einen regionalen dabei. Ganz kleiner, unscheinbarer Stand, aber man erkennt ihn daran, dass davor auch eine Schlange steht von Leuten. Ja. Jeden Mittwoch und jeden Samstag, also glücklicherweise. Fisch haben wir samstags da, Barracuda-Fisch. Und alles, was so ein Wochenmarkt braucht, also von Obst-Gemüse. Ich nenne die immer, die Big Five sind da. Ja, das ist Blume, das ist auch Käse, zumindest ist der Käse bei den Fleischern mit dabei, Fleisch und Wurst natürlich, Backwaren von Oberkfell, ein absoluter Traditionalist. Ja, der kommt aus Lichtenrade. Der kommt aus Lichtenrade, ne? Genau, da hat er seinen Hauptsitz, sein Kaffee sozusagen. Hier mal eine schöne Grüße an die Familie Oberkfell von der Familie Jüttner, wir kennen uns ja gut. Und nicht nur hier, die stehen glücklicherweise auch in Bad Süd, die stehen auf dem Parchimer Markt, also das sind extrem umtriebige, ne? Die haben also verschiedenste Wagen. Und was haben wir noch? Den habe ich vergessen. Natürlich auch viele andere Stände, die das anbieten, was die Kunden hier wünschen. Ob das Textilien, Zentartikel oder auch der Herr Krutz, der ist, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, aber der ist deutlich schon in dem Alter, wo viele andere nicht mehr arbeiten würden. Wir sind ganz stolz, dass er das macht und dass er weiterhin uns so treu bleibt und den Kunden so treu bleibt. Er hat im Prinzip auf der rechten Seite ganz hinten seinen Textilienstand, aber das sind wirklich Qualitätstextilien hier. Ganz ausgewählt bei den Lieferanten, die er seit 50 Jahren kennt, kauft. Also wer da die Hose kauft, vielleicht schwierig, ne? Wer die Hose kauft, hält die auch ein paar Jahre. Die muss also nicht im nächsten Jahr neu gekauft werden. Also es gibt Qualität auf dem Markt, da sind wir sehr stolz drauf und wir sind auch froh, dass die Händler uns so treu sind, weil die Kunden den Händlern treu sind. Also das ist was hier in Rudo wirklich noch funktioniert. Und das macht, also wenn du mich fragst, was mir an dem Job Spaß macht, ist es zum Beispiel hier in Rudo genau das. Man braucht ein bisschen die Treue zu finden, aber wenn sie denn da ist, dann ist der Rudoer treuer wie alle anderen. Ja, das macht ja auch einen Ort aus. So ein Wochenmarkt ist auch ein Ort der Begegnung. Ne, man trifft sich dort, man hält ein Schwätzchen, auch mit den Ausstellern. Wir haben das hier erlebt am Mittwoch. Wir kamen gar nicht zum Filmen,
Weil dann wurde sich erstmal ausgetauscht und der neueste Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Ja. Auch das ist der Wochenmarkt. Und deswegen von mir als ersten Vorsitzender der AG Rudo natürlich ein absoluter Appell. Ja, kauft euer Obst und Gemüse auch mal hier am Mittwoch oder Samstag. Fleisch, Wurst, Bäckerei, alles haben wir hier. Denn es sind gerade die Kleingeschäfte, die so einen Ort charmant machen und die auch das lebenswerter machen, in diesem Ort zu leben. Ja, und nicht immer nur alles am besten noch liefern lassen von Rewe, weil man zu faul ist, aus dem Haus zu gehen. Nein, alles vor Ort ein bisschen kaufen, die lokalen Leute unterstützen. Und vielleicht kostet der Apfel ein paar Cent mehr. Aber dann wisst ihr auch, der ist ja aus dem heimischen Garten irgendwo aus Rudo oder vielleicht noch aus Schönefeld. Und nicht, der kommt ja nicht aus Spanien. Und genau das sollte man unterstützen. Deswegen ganz toll, was du hier machst. Ich komme ja aus einer ähnlichen Branche mit meinen Veranstaltungen. Ich weiß, das, was du da machst, ist auch schwierig. 2 Wochen Regen und die Motivation bei den Händlern ist unten. Und du hast ja auch hier gekämpft für diesen Markt und tust das. Und das ist kein Selbstläufer. Also da habe ich auch großen Respekt vor und freue mich, dass wir das hier halten dürfen, dass es diesen Wochenmarkt hier noch gibt. Es gibt vielerorts viel mit Bürgermeistern oder Ortsvorstehern zu tun, die sagen, wir hätten gern wieder einen Wochenmarkt. Und wir in Rudo, wir können stolz sagen, wir haben hier noch unseren Wochenmarkt. Deswegen eine ganz tolle Sache. Also, jetzt darfst du Werbung machen. In der AG Rudo sind wir Unternehmer und Werbung ist erlaubt. Also nochmal in die Kamera, erzähl uns, wo man die Information dazu findet und wann ihr immer hier seid. Ja, also sehr gerne. Erstens nochmal danke für die Chance. In die Kamera, das heißt, ich muss genau da hingucken. Das mache ich auch jetzt und ich sage Folgendes. Jeden Mittwoch von 8 bis 13 Uhr und jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr gibt es diesen traditionellen schönen Rudoer Wochenmarkt mitten in Rudo. Und der entscheidende Punkt ist, je mehr kommen, je mehr Kunden kommen, desto mehr Händler kommen. Und wir können nur appellieren, es gibt quasi alles, was ich schon gesagt habe. Die Big Five sind da, aber es sind mehr als 5. Es sind, wie gesagt, samstags über 20 Händler, mittwochs so um die 10, 12. Und wir haben es geschafft, über all die schwierigen Jahre und die schwierigen Zeiten diesen Markt zu erhalten, obwohl er an anderen Stellen, viele Rudoer wissen, dass er früher größer war, aber an vielen anderen Stellen, ohne jetzt Namen zu nennen, sind die Märkte schon überhaupt gar nicht mehr da. Also es fehlen von 150 Märkten in Berlin tatsächlich um die 50, die es schon gar nicht mehr gibt. Und das wollen wir erhalten mit ihrer Hilfe, mit allen Rudoern, mit allen Rudoerinnen. Und kommt auf den Markt, kauft hier ein. Und das Schöne daran ist, es ist ja nicht nur einkaufen, wie du eben richtig gesagt hast, Christian. Wochenmarkt ist, ich würde sagen, zur Hälfte die Motivation ist einkaufen. Die andere Hälfte ist, man trifft sich. Und genau das kennen die Rudoer seit wie lange? Ich glaube 70 Jahren oder 100 Jahren. Jetzt bin ich überfragt, also seitdem es diesen Wochenmarkt gibt, länger als ich hier tätig bin. Das heißt, die Leute treffen sich und tauschen sich hier aus. Das machen sie nicht bei Rewe, nicht in der Intensität, das machen sie schon gar nicht bei Aldi. Ohne da was Schlechtes drüber zu sagen, aber das hier ist trotzdem besser. Herzlich willkommen. Dann vielen Dank, Nikolas, dass du die Zeit genommen hast. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, die AG Rudo stellt sich vor.